Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zu Folge Nummer 7 Bachelor in Paradise. Monschlonzo. Diese Folge ist in meinen Augen die absolut krasseste. Also schnallt euch an und nicht wieder ab, denn das, was hier heute passiert, wird euch auf jeden Fall vom Schemel hauen. Buongiorno! Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, der tut das doch sehr gern. Auf RTL Plus und... Wir starten zwar fast rein, aber eine Kleinigkeit habe ich noch. Ich habe mich tatsächlich an den Basteltisch bewegt. Digga, ja! Und heute hier gibt es zum allerersten Mal exklusiv die Bewertung rote Fahne für ein absolut Verhalten und grüne Fahne für super Verhalten. Ich habe gar keine Ahnung, ob das aufgeht, funktioniert, keine Ahnung, ob wir überhaupt diese hier mal schwenken oder ob ich die einfach direkt stehen lasse. So hier im Blumentopf. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Abonnieren ist doch ganz klar. Und jetzt aber starten wir rein. Ich habe mit Gustav halt viel gesprochen und hat gesagt, er lehnt egal von wem die Rose ab. Außer vielleicht von Carina nicht. Status quo, letzte Woche war wieder Rosenvergabe und zwar die Mädels haben vergeben. Was los, Bro? Ich wollte dir nur sagen, ja, dass ich nicht ganz so cool finde, ja, dass du dein Wort nicht gehalten hast. Ich wusste bis vor 10 Minuten Beginn, dass es losgeht, gar nicht, dass ich im Spiel bin. Sprich, ich hätte mein Wort gehalten. Hätte ich weiterhin gewusst, ich habe absolut keine Chance bei irgendwem. Also, ich wusste ja vorher schon, keiner von den Mädels findet mich geil und wird mir da eine Rose geben. Nur Carina habe ich geschafft zu manipulieren. Und dann kommt auf einmal doch Romina und sagt, ich gebe dir eine Sympathie-Rose. Damit hätte doch keiner rechnen können, Maurice. Hallo, ich habe nichts falsch gemacht. Muss man ja auch ehrlich sein. Sag was, sag deine Meinung. Ach du Scheiße, Zico will nämlich jetzt auch nochmal die Sache klären. Du darfst alles, das weißt du. Ja, ja, weiß ich. Dann antworte ich darauf, warum das gekommen ist. Warum? Weil ich, für mich ist so ein Mann, ein Wort. Aha. Und, kennt der Gustav nicht. Erstmal wegexen. Ich höre mir die ganze Woche, was heißt die ganze Woche, ne? Aber die ganzen Tage irgendwie an, so, ey, nee, ich verabschiede mich. Ja, und eine Song und hier und da, dies, das. Und ey, ich gehe auf jeden Fall und keine Ahnung was. Und das ist hier für mich kein Kindergarten, so. Weißt du, morgen sehe ich dich und Carina wieder, dann seid ihr da wieder in der Ecke, dann ist der wieder am Rumheulen, dann sagt der wieder, ach, Carina hat das gemacht und Digga, Alter, das ist, also sorry. Ist übrigens auch eine Sache, warum ich glaube, dass keiner die in Ruhe gelassen hat. Das hatte Carina ja letzte Woche gesagt und meinte, hätte man uns einfach mal in Ruhe gelassen, wie alle anderen Paare auch, dann wäre es vielleicht gar nicht so, wie es jetzt ist, weil Carina sich ja die ganze Zeit verunsichern lässt von Schirkan und so, ne? Jetzt ist es aber ja so, dass Gustav wirklich zu jedem Hans und Franz rennt und Carina dort immer schlecht macht. Also jeder hat eine Meinung zu dieser Beziehung zwischen Carina und ihm. Carina und Gustav sind selber schuld, dass sich da jeder die ganze Zeit das Maul über die zerreißt, weil sie ja wirklich jeden an ihrer Beziehung da irgendwie teilhaben lassen. Man groß ankündigt so, egal was passiert, ich fliege auf jeden Fall nach Hause. Genau. Und dann hier so eine Rosenhinschieberei ist, so. Ja, ich kann ihn einerseits verstehen, andererseits sage ich, ja gut, er hat heute auch nicht mehr wie eine Sympathierose angenommen. Wie lange kennt er die Sanja? Mehr wie eine Sympathierose und eine Kennenlernrose war das jetzt ja auch nicht. Muss man ja auch ehrlich sein. Naja, auf jeden Fall will er jetzt Zico schlecht machen, weil die sind doch beide gleich schlecht. Er ist doch nicht besser, der Zico. Ich finde, das kannst du absolut nicht vergleichen. Also, komplett unterschiedliche Situationen in meine Auge. Mit Carina wird nichts mehr passieren hier. Das geht, ihr könnt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ne? So, das ist mir scheißegal. Wie gesagt, ihr kennt meine Meinung dazu. Mhm. Und die wird sich auch nicht ändern. That's it. Punkt. Jetzt kommt ja aber eine traumhafte Situation zwischen Gustav und Carina. Die haben ja bislang nicht geredet. Willst du nicht mit mir reden? Willst du nicht mit mir reden? Warum nicht? Die hat doch einmal gesagt nein. Reicht dem Gustav das? Nein, es reicht ihm nicht. Ja, willst du reden? Komm, wir reden einmal. Komm, steh auf. Los. Los, steh auf, los. Mann, die rote Fahne kann bei dem wirklich immer draußen sein, ne? Was sagst du gerade zu der Situation? Verrückt. Ja, bist du glücklich, dass ich noch hier bin? Hä? Sprich. Ich finde halt, keine Antwort ist auch eine Antwort. Da muss man doch jemanden nicht so krass drängen. Ja, bist du noch glücklich oder nicht? Ja doch, ist schön, dass du da bist. Aber? Hau das Aber raus. Der wollte das Aber gar nicht wissen, der wollte nur hören, dass sie ihm jetzt bestätigt, sie ist noch glücklich. Eben saß mir, da hast du geweint. Jetzt kannst du eigentlich glücklich sein und sprichst trotzdem nicht mit mir. Wahnsinn. Bist du eigentlich dumm oder was? Wie dumm bist du eigentlich? So dumm bist du, Carina, Alter. Ich mach doch alles. Und jetzt bin ich doch noch da. Es ist doch genauso, wie du es die ganze Zeit willst. Du kannst es nicht aussprechen.
Und glücklich bist du trotzdem nicht. Ich glaube, da ist ein bisschen Bedenken gerade vor, ne? Nö, das nicht. Aber? Die denkt sich halt auch, Gustav verarscht mich eigentlich die ganze Zeit. Du hast es abgesprochen mit Romina und tust dann so, hältst mich den ganzen Abend hin. Aber das wird doch hier nicht mehr thematisiert, Leute. Keine Ahnung, es war gerade so, was passiert hier gerade? Gustav hat auch die Chance verdient, hier jetzt nochmal vielleicht jemanden kennenzulernen. Aber ich glaube, wir stehen uns dann halt beide im Weg. Lass uns versuchen, einfach nur mal miteinander umzugehen. Wenn du dich dahin legst, leg ich mich dahin. Wenn du dich dahin legst, leg ich mich dahin. Gott, das ist doch mal ein Vorschlag. Lass sie doch einfach mal in Ruhe, verdammte Scheiße. Ich werde wirklich jetzt mal ein bisschen meine kalte Schulter mal zeigen. Das braucht sie, glaube ich, mal. Und dann wird sie schauen, was passiert. Das braucht sie jetzt mal, behandelt zu werden wie Scheiße. Und einfach mal zu sehen, was sie verloren hat an mir. Gamechen spielen. Nächster Morgen, hier sehen wir mal einen richtigen Mann, wie man da aufsteht auf dem Balkon und hu hu hu. Fabulous. Darfst du dir noch aussuchen? Super. Oh, es geht jetzt hier auch direkt los. Heute ist ein ganz, ganz wilder Tag. Poolparty mit Spielen etc. pp. Ein Hochgenuss. Flamingo. Ja, jetzt wird's doch interessant, das Ganze hey, hier. Ich würde niemals im Bikini Twister spielen, Alter. Da verrutscht doch alles. Nee. Schlimmstes Szenario. Oh Gott. Sanja hier, diese Perspektive finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt, wenn du pupsen würdest, wäre es am besten noch. Ah, die hat ihr Gesicht in Zirkus Arsch. Das war vielleicht ein geiles Spiel. Ich muss echt sagen, ich hatte auch sehr Spaß, so einen Zico an mir zu spüren. Einfach die Teebeutel auf ihren Rücken abgelegt und drauf gehangen. Perfekt. Das war schon sehr provokant, ne? Also Sanja und ich, wir sind ganz am Anfang. Ne? Sie hat sich gestern für mich entschieden, ist vorgestern eingezogen. Mhm. Generell jemand, der da echt sehr vorsichtig ist. Und jetzt nähert man sich halt an, man tauscht sich untereinander aus. Gerade vibet es einfach zwischen Sanja und mir sehr gut. Und da möchte ich einfach gerne weitermachen. Ganz ehrlich, ist doch toll. Und wie das vibet, das seht ihr jetzt. Da kam noch das Bier drüber. Wow, das war echt feucht fröhlich. Wow, wäre schon geil. Das ist einfach ein langsamer, der braucht das Piano, das ist ihm wichtig. Definitiv gab es eine Menge Körperkontakt. Oi, oi, oi. Die machen da alle wie wild rum. Also wirklich, der Sex liegt da in der Luft. Und nach der Party ist vor dem Duschen, den ist jetzt, ich hab vor kurzem die Haare gefärbt. Blondiert, ne? Die hat jetzt Angst, dass das Chlor die Haare grün macht. Da muss jetzt sofort das Chlor ausgespült werden. Das kann man aber nicht alleine. Lorik, Honey. Da sie natürlich nicht an jede Stelle so rankommt, ist natürlich besser mit 4 Händen als 2 Händen. Deshalb habe ich dir geholfen, das Ganze rauszuwaschen. Einfach ein guter Typ. Ich war in der Dusche. Lorik hat davor gewartet. Die sind einfach nur Bumsen, ne? Bumsen in der Dusche. Aber das glaub ich doch, da machen die ganze Zeit rum im Pool und am Pool und der Alkohol fließt. Natürlich will man dann auch mal einlochen. Das ist doch ganz klar. Ja, Haare ist was wichtig. Wir gucken aber mal wieder zum Pool. Carina und Gustav wieder in einer traumhaften Situation. Was im Bock gibt's? Nein, das machst du nicht. Nein, du bist der Letzte, der es klären sollte. Nein. Gustav will jetzt für Carina Zico klar machen. Er ist ja gerade im Modus, ich zeig ihr die kalte Schulter. Ne? Die alte krieg ich sowieso noch rum. Aber das ist jetzt auch wieder ein Move. Dann sag ich ihm, pass mal auf. Ich bin ein bisschen zu Carina. Und super, das Gespräch. Ja, aber warum ist er dann so mit Sanja so? Ich glaube, Zico hat einfach einen absoluten Upturn. Oh, um dich zu ärgern, bist du eigentlich dumm oder was? Wie dumm bist du eigentlich? Ich glaube, er weiß, dass ich ihn gut finde. Und wenn er Interesse hätte, dann würde er vielleicht auch irgendein Signal geben. Aber das tut er ja auch nicht. Im Gegenteil, er macht hier genau das andersherum. Das hat sie wirklich gut erkannt. Genauso ist es nämlich auch. Ich glaube, da ist der Drops aber sowas von gelutscht bei Zico und Carina. Lass es doch mal real sein. Du findest ihn interessant, richtig? Die? Das nicht schon drin. Ein bisschen, ja. Du, ich seh doch die Blicke, bist du dumm? Bist du dumm, Carina? Bist du dumm? Ich seh doch die Blicke. Wen willst du ja eigentlich verarschen, ja? Guck mal, Gustav, was macht der? Stimmt doch gar nicht. Ich rede mit ihm. Doch. Nein. Und dann wird er zu dir kommen. Dann wird er zu dir kommen, weil ich bin Gustav und ich regel das einfach für dich, meine Prinzessin. Zico hat zwar absolut keinen Bock mehr, aber ist doch gar kein Problem. Guck
Guck mal, der verspricht ihr da irgendwelche Sachen, weiß aber eigentlich, dass Zico komplett abgefuckt ist von den beiden. Also auch von Carina. Er hat es ihnen gesagt. Er hat gesagt, es ist mir scheißegal, was ihr macht, Leute. Aber euer Hin und Her, das geht mir einfach komplett auf die Klöten. So, als ob Zico da jetzt Rieseninteresse... Ach nee, ist... Du bist so dumm, ne? Du willst den Mann, wo du Bock drauf hast, mit zu laufen lassen. Es ist natürlich auch komisch, gerade mit Gustav über einen anderen Mann zu reden. Das ist so, boah, das passt halt gerade nicht in unsere Situation rein. Sag's doch einfach zu ihm. Sag doch einfach, Gustav, Alter, halt dich jetzt raus. Weißt du noch, gestern hast du mir gesagt, wenn ich da am Pool bin, bist du da. Ich hab heute Nacht mit dir abgeschlossen. Komplett. Toll. Nee, echt komplett mit dir abgeschlossen. Seine Worte einfach in Gottes Ohren, Alter, hat abgeschlossen mit Carina. Komplett. Das ist doch alles jetzt die Marsche, damit die denkt, ach scheiße, ich hab ihn jetzt wirklich verloren. Jetzt aber mal Vollgas. Mann! Ja! Ich würde am liebsten nach Hause gehen. Und wenn sie den Sieg interessant findet und mehr von ihm wissen will, dann soll sie doch auch mal dahin gehen. Boah, sie soll doch auch mal Frau stehen. Warum müssen die Männer hier auf die Frauen die ganze Zeit zugehen? Wo sind wir denn? Kasperle-Theater oder was? Jetzt will er sie schon wieder schlecht reden. Die blöde Carina, da sollen alle Männer, sie sollen zu ihr gehen. Sagt aber vorher, dass er sich darum kümmert, dass Zico auf Carina zugeht. Ich hätte schneller ein Jurastudium hingelegt, wie mit dir zu diskutieren und über dich nachzudenken. Das ist nicht länger. Aber 1000%. Blödsinn. Boah, seine Frau will ich nicht. Komplizierte Scheiße, hab ich keinen Bock drauf. Wer macht das denn die ganze Zeit immer so kompliziert? Ja. Viel zu viel Wichtiges draußen zu tun. Andere Menschen zu manipulieren zum Beispiel. Ja, eben deswegen. Ich werde gleich mit Zico das Gespräch suchen und werde ihm sagen, greif mal ein bisschen bei Carina an. Und wenn das dann nicht von seiner Seite aus macht, dann hat Carina eben hier drin Pech gehabt. Hat Carina eben hier drin Pech gehabt, weil an mich kommt die nicht mehr dran. Wieder dieses negative Gerede über Carina. Für mich ist das Ding erledigt. Ich weiß ja nicht, wie... Cindy heißt sie? Sanja. Ich weiß ja nicht, wie sehr Sanja dich jetzt interessiert. Vielleicht ist es auch gerade einfach ein bisschen ein Schutzmantel. Ich habe mit Schutzmantel nichts zu tun. Ich habe mit Schutzmantel nichts zu tun. Nee, da habe ich jetzt echt laut gelacht. Weißt du, was ich meine? Das ist was anderes, was ich vorher wahrscheinlich nie so gewählt hätte. Ich bin ganz ehrlich, ne? Die interessiert mich schon sehr und ich will schon gucken, was dahinter steht. Mach das, aber parallel kannst du doch auch Carina weiter kennenlernen. Natürlich kann man das. Genau. Wie krank das ist, dass er da seine Alte verkauft. Oder das ist so krank. Dann mach das doch mal. Aber es ist bei mir natürlich gerade so eine Blockade. Ja. Ich glaube, dass wir uns beide darüber einig sind, dass es hier anders gelaufen wäre, wenn jetzt vielleicht die Sache nicht mit Gustav gewesen wäre oder auch die ganzen Umstände anders gewesen wäre, als wie sie jetzt halt gerade sind. Sprich, Carina, hättest du es mit Gustav gelassen, hättest du jetzt Zico doch noch bekommen. Das ist immer auch gerade noch am Pool und so, wo ich dachte, ja, die ist schon, ne? Und wir verstehen uns so und das ist schon cool. Ja, also ich schlag dich gleich kaputt, Alter. Und ich glaube, ganz ehrlich, genau das denkt er gerade in diesem Moment. Ich glaube, das hätte gut passen können, so weißt du? Bei dir und ihr? Ja. Ja. Aber es ist natürlich so, ne? Nee, und ich gebe dir noch das Goal, den Segen. Wozu brauchst du ihm ein Goal und Segen zu geben? Ihr habt, gesagt, das wird nichts mehr. Sie hat dir keine Rose gegeben, bei euch ist komplett finito. Du wirst sehen, ich und Carina ist vorbei. Ich glaube Gustav auf jeden Fall, dass er es ernst meint mit dem, was er mir gesagt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es ihm egal ist. Ihr müsst jetzt mal darauf achten, wie Gustav es eben nicht schafft, zum Beispiel einen Zico zu manipulieren. Das ganze Gerede und so, es ist eigentlich ein Monolog, den Gustav mit sich selbst führt? Ich habe auch gedacht, bei ihr mir passt das gut. Ich glaube, hätte ich sie draußen kennengelernt, wäre das ganze Thema anders gewesen. Und ich wäre heute mit ihr zusammen, eventuell. Weil ich schlafe nicht einfach mit einer Frau, weil ich Langeweile habe. Ich habe... Es ist... one question is... Schwierig. Das meine ich ernst. Ja. Habt ihr das gecheckt? 1 und 1 zusammengezählt? Das Gelöffel? Was ihr da vor ein paar Folgen gesehen habt, das war ein Bums. Das war ein Bums, Leute. Ich hab's doch gewusst. Und ich find's gut, dass er das jetzt so subtil dem Mann steckt, an den er eigentlich gerade seine Frau verkaufen will. Was für ein toller Mann. Noch nie so und da werde ich auch nie so sein. Ja. Hier drin gab's gleich und was war da unter der Decke und was war da unter der Decke? Verstehst du, was ich meine? Ja, wir hatten was unter der Decke, aber ist doch scheißegal. Digga, natürlich. Ich hab, glaube ich, noch nicht mal richtig danach. Ja, ist ja auch gut. Keiner hat danach gefragt. Zico will das überhaupt nicht wissen, was Gustav da erzählt. Aber sie ist mir jetzt in diesem Moment wirklich, ich habe jetzt komplett mit der abgeschrieben. Ja, ist ja gut.
Ja, ist doch gut. Period. Gespräch vorbei. Reicht dem Gustav aber nicht, denn er führt seinen Monolog ja immer noch. Ich will nicht sowas Unklares. Ehrlich nicht. Nee, ich hab da keinen Nerv zu. Digga, ist auch richtig. Ihr achtet auf Sekunden. Nee, ist ja richtig. Ist ja auch richtig. Verstehe ich. Keiner versteht, warum Gustav einfach nicht sein Maul hält. Die macht mich krank. Digga. So, es ist, dann soll sie machen, was sie will. Das ist absolut richtig. Genau. Und ich bin Gustav so. Und ich bleibe ich. Digga. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Das Einzige. Dieses Paradies hier, Alter, das fickt einen komplett, ne? Ich weiß, aber soll sie vor der Wand laufen? Ich habe keinen Nerv mehr dazu. Bro, ich geh ins Wasser, mir ist warm. Ich habe keinen Nerv mehr dazu. Mich fuckt das ab. Und wie der schon wieder bei Carina redet, ne? Soll die gegen die Wand laufen? Kein Bock mehr auf die. Dann steh einfach mal zu deinem Wort. Wie ein Mann. Jetzt kommt Gustav richtig. Ist vorbei hier. Ehrlich, fuck auf. Wir gucken zu dem nächsten Problem-Couple hier. Jacqueline und Maurice, bei denen liefst du so gut. Was ist denn hier los? So ist es so, dass mir das halt immer mehr auffällt, dass wir halt nie so richtig ernst reden. Es ist immer so ein auf Spaß, dies, das. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier liegen und so einfach labern, so wie man mit einer Freundin halt labert. Weißt du, was ich meine? Jo. Der Arme, ey. Die will wirklich, dass der auf den Quatschmodus kommt wie ihre beste Freundin. Das ist ein bisschen zu viel verlangt vielleicht. Du lässt mir gar nicht die Möglichkeit, dich kennenzulernen, wer du wirklich bist, weil du dich immer total verschließt. Oder ich kenne noch nicht diesen richtigen Maurice, wie er wirklich ist. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht ist er ja genau das, dieses Ruhige. Vielleicht hat er einfach nichts zu erzählen. Manche Menschen sind einfach so und das ist doch auch okay. Es kommt von dir nie eine Gegenfrage zurück. Ich frage mich so, interessiert es dich nicht so, was ich tue oder wie ich bin? Oder warum stellst du nie Gegenfragen? Ja. Boah, der Arme! Tut mir ein bisschen leid, ey. Der kriegt ja gerade die volle Dröhnung. Oder siehst du das anders? Sag du mal deine Meinung dazu. Ich frag mich mal ein ganzes... Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du zum Beispiel mit deiner Ex-Freundin eine Beziehung geführt hast. Weil wenn du mit einer zusammen bist, tagtäglich musst du mit der ja auch quatschen und so. Weißt du, was ich meine? Da hat man sich nur gesehen, da gelegen und Fernsehen geguckt, was weiß ich gehabt und das war's. Die letzten Jahre war es auf jeden Fall so, ja. Die letzten zwei Jahre. Oh, krass. Okay. Guck mich doch nicht jetzt so an! So nicht, weil ich dir was vorwerfen will, aber... Ja, nee, red weiter. Nee, gibt's nicht mehr zu sagen. Das ist alles, was er dazu zu sagen hat. Zu dem ganzen Kotelett von Jackie. Perfekt. Ja, was soll ich dazu sagen? Und das ist dein Empfinden? Und fertig ist? Also, so, ich kann. Wieder! Was ja, soll ich dazu sagen? Ist dein Empfinden? Aber du kannst jetzt nicht irgendwas von mir verlangen. Wenn ich so antworte, dann antworte ich so. Das bin ja, nur, aber ich, man muss doch mal Gespräche führen mit einer anderen, ja, Person, die man kennenlernt. Ja, wenn es auch nicht läuft, dann läuft's halt nicht, weißt du? Was soll ich denn jetzt gerade geben? Was hat denn das mit Laufen zu tun? Na, ich kann doch jetzt nicht. Es ist doch alles gut, das habe ich doch gesagt. Ich glaube nicht, dass der meint, wenn es nicht läuft, dann läuft's nicht. Die Beziehung oder so. Und der meint jetzt, glaube ich, einfach nur das Gespräch. Also wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Warum dann ein Gespräch erzwingen? Aber du bist doch hier, um einen kennenzulernen, wie er ist. Und da hat es nicht nur damit zu tun, dass man irgendwo liegt und sich umarmt und in die Augen guckt und denkt, oh, er ist so süß, sondern da gehört ja auch noch eine gewisse andere Sache zu. Sex zum Beispiel. Knutschen, Jackie. Lass ihn doch mal endlich an die Wäsche. Oder denkst du, ich denke falsch mit dem, was ich sage? Nö, denke ich nicht. Aber gibt's halt auch nichts zu sagen. Wie immer, ne? Wie immer. Ja. Ist egal. Ja gut, dann kannst du ja Gedanken machen. Mach dir mal Gedanken. Was willst du machen? Naja, aber jetzt hier eine kleine Aufheiterung. Für den Maurice. Über Maurice. Der darf nämlich auf ein Date, auf ein Blind Date mit einer komplett neuen. Hat er da Bock drauf? Nein. Was macht ein Ehrenmann da? Ich habe jetzt die Ehre, das Date weiterzugeben. Da ist meine Entscheidung auf Alex gefallen, weil das so der Einzige ist, der noch relativ neu ist. Ich liebe diese Aufhellung seines Gesichts. Einfach süß. Also ich hatte tatsächlich noch nie ein Blind Date. Also ich bin in diesem Sinne tatsächlich selbst blind. Der hat einfach die besten Sprüche drauf. Na, gucken wir mal, wen wir hier als Blind Date heute haben für den Alex. Ich bin die Angie, ich bin 29 Jahre alt und man kennt mich von der Staffel vom Daniel Völz. Dann habe ich mein Glück 2020 beim Schweizer Bachelor versucht. Wir sind natürlich in die Bachelor-Villa eingebrochen. Wir sind natürlich in die Bachelor-Villa eingebrochen. Mit Desus schön in seinem Bett auf ihn gewartet. What the fuck? Oh mein Gott. Das ist doch nicht deren Ernst. Das ist der Bachelor? Schweiz? Hey, das ist ja komplett Berlin-Tag- und Nachtmäßig. Also gescriptet, Alter. Was soll denn die Scheiße? Krass. Das ist doch nicht echt. Oder? Es war ein einmaliges Erlebnis, würde ich sagen. Also sowas erlebt man nicht zweites Mal. Es sei denn, die Frau möchte das. Das ist schwierig. Jetzt wird hier mit verbundenen Augen erstmal getanzt. Den Move haben sie sich aber vom Bachelorette geklaut. Ne? Das lief ja auch so gut bei Maxim.
Und Toni zum Beispiel. Wenn das meine Kumpels draußen sehen. Digga, halt's Maul, ich bin auf 180, Alter. Und hier geht's jetzt so um das Thema Kontrollabgabe, Kontrollverlust etc. pp. Angie ist eine Dominante. Woher kommt diese Einstellung? Ich habe polnische Gene. Ja. Und da hat man natürlich als polnische Frau sehr viel Temperament. Schön. Geil. Das habe ich im Zusammenhang mit Polen noch nie gehört, dass es polnisches Temperament gibt. Was? Finde ich einfach krass. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es ist eine Unverschämtheit. Ich würde dich jetzt erlösen. Hallo. Hi, grüß dich. Hallo. Und wie ist es so jetzt endlich zu sehen? Ja, mir gefällt's denn ja. Es ist überragend. Ja? Ja, freut mich dich sehr, also freut mich dich kennenzulernen. Super. Der ist sogar ein bisschen nervös, ne? Kleines Versprecherli. Also optisch konnte ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Sie auf jeden Fall eine tolle Aura. Das finde ich super. Und jetzt, was macht man denn bei so einem Blind Date? Absolut. Schnecken essen. Das sind Schnecken. Isst du Schnecken? Nein. Aber wenn ich eine Schnecke essen würde, würdest du es auch machen? Komm schon, ey. Ich bin hierher gekommen. Ich war verbunden. Ich find's geil, wenn die Vegetarier oder noch schlimmer Veganer wäre. Der so, komm schon, eine Schnecke geht doch, eine geht doch rein. Komm mal, was ich für ein Opfer gebracht. Echt was gut bei dir, ne? Ich habe im Prinzip den Kontrollspieß gleich mal umgedreht, indem ich gesagt habe, so, wir essen jetzt Schnecken. Schnecke. Alex ist doch wirklich echt eine Nummer. Für sich. Die war gar nicht schlimm. Sag ich doch. Ab jetzt jeden Freitag Schnecken essen. Wir gehen vorher im Wald sammeln und dann wird gekocht. Erstmal finde ich es gut, dass du es angesprochen hast. Ich verstehe auch, was dein Problem ist. Aber du musst auch verstehen, dass mir das hier nicht leicht fällt. Hier ist jetzt Gesprächsrunde Nummer 2, ne? Weil er durfte ja jetzt da sitzen bleiben, sich Gedanken machen bis heute Abend, also 4-5 Stunden später. Jetzt ist Jackie zurückgekommen. Ne? Und ich habe dir schon genug Zeichen gegeben, dass ich das versuche. Ja, du sollst ja dich nicht ändern. Nein, oder ich will mich auch nicht machen. Ändern. Ich kenn's so nicht. Dieses, okay, das ist mein Problem, das ist mein Problem, das ist mein Problem. Wie so ein Feuerwerk. Ja, wenn ich was klären will und dann nichts dabei rüberkommt und so, dann habe ich richtig so Dings in mir. Dann das würde so auch bei mir rüberkommen. Ja, ich weiß, aber da kommt es auch so rüber. Boah, nee, mich kotzt das und das, mich kotzt alles an, gerade an dir, weißt du? Ja, hat mich auch. Die ist wirklich nicht sensibel, ne? Ich weiß ja, was sie meint, sie ist ehrlich. Aber ich glaube, Mo hätte es jetzt schon gefreut, hätte sie gesagt, ja, ich meine das doch nicht so, eigentlich finde ich dich ja toll. Nur da in dem Moment war ich in Rage, sie ist nö. Ja. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel was frage, ne? Zum Beispiel das mit deinem, was hast du für einen Abschluss, ne? Wieso fragst du nie was zurück? Das ist mir auch schon gefallen. Aber da habe ich vorhin zum Beispiel Gustav gesagt, mich interessiert es wirklich nicht, was du für einen Abschluss. Also, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ich kann dir. Ich finde das richtig komisch, ne? Ich habe noch nie so, weiß ich nicht, so. Ich verstehe, dass Jackie das interessiert. Man will so alles über die Person wissen, jedes einzelne Detail. Und er hat das Gefühl halt nicht. Ich habe bei denen einfach richtig krass das Gefühl, die sind einfach zu unterschiedlich. Die sind tolle Personen beide, aber dass das für die beide passt, auch außerhalb von Bachelor in Paradise, das sehe ich nicht. Weil er ist ja auch immer noch Fußballer und geht 10-mal in der Woche trainieren zum Fußball und am Wochenende. Also das haben sie auch einfach nur wegignoriert, ne? Du hast auch gar nicht den Drang danach, dich so zu unterhalten die ganze Zeit, ne? Das habe ich wirklich nicht, ne. Vielleicht unterhält er sich lieber über wichtige Dinge, zum Beispiel über, ob der FC dieses Jahr wieder absteigt oder nicht. Oi, 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 oi! Und ich bin eine, ich will manchmal richtig Laberflash 3 Stunden nur labern. Boah, das bin ich einfach auch so, Alter. Ja, und wenn ich dir dann halt manchmal sage, so ja, meckern ich schon wieder, dann ist es ja nicht so, dass ich dich so menschlich ändern will. Aber dieses Meckern bin ich. Wenn er so ist, dann willst du ihn ja ändern, indem du ihm seine Meckerei austreibst. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber wozu? Das mache ich einfach. Ich meine es auch nicht mal ernst manchmal. Aber braucht man nicht. Leben ist schön, warum immer meckern. Wir gucken jetzt aber nochmal zurück zu Alex und der Neuen. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich ganz meinerseits. Angie. Ist es eine Abkürzung sozusagen? Nee, ich heiße wirklich Angie. Angie, okay. Ja. Cheyenne war die Kleine. Geile Situation einfach. Angie. Mhm. Und das ist eine Abkürzung für Angela oder Nein, Angelika? Nein, fragen mich alle, aber ich heiße wirklich so. Angie. Mhm. Angie. Was tut er jetzt so? Hat er. Also von Angela Merkel hat er aber schon mal gehört, ne? Unsere Präsidentin. Die war, heißt doch auch Angie. Ganz speziell. Wow.
Erstmal eine Runde atmen. Entschuldigung. Und jetzt wird sie aber auch ein bisschen sexuell. Alex hat das Thema angeschnitten, glaube ich. Wie wichtig ist dir Sexualität und sowas alles? Und da hat die aber eine ganz klare Antwort drauf. Ich kaufe die Katze natürlich nicht im Sack. Sexualität ist für mich ganz, ganz wichtig in einer Beziehung. Weil wenn das nicht harmoniert, dann ist wirklich Frage der Zeit, bis die Beziehung einfach in die Brüche geht. Das Mindset gefällt ihm doch aber sowas von 10 von 10. Traumfrau. Damit steht sie nicht alleine da. Das wollen alle, bloß sie hat es halt lediglich gesagt. Ich glaube, es wollen gar nicht alle. Möglicherweise ist sie sehr willig. Das ist einfach ein Witzereißer ohne Ende. Du, die kommen einfach rausgeschossen. Das liegt dir im Blut. Ich bin jetzt keine Nonne. Nee, du bist das Gegenteil. Motherfucking Bild. Teufel. Du bist der Teufel. Ja. Wenn ich sie jetzt mit den anderen Frauen vergleichen müsste, ist es auf jeden Fall so, dass sie so eine kleine Extra-Zutat ist. Nochmal so ein bisschen Dressing im Salat. Das ist einfach, es ist ein guter Vergleich. Und ich hab's auf jeden Fall gerne, wenn es nicht trocken ist. Ansonsten geht nichts. Muss nur abgetupft werden. Ah ja, Zico hat eine kleine Schweißparty. Aber zum Glück hat er ja Sanja da, die sich um ihn kümmert. Ja, überall. Komm her. Ich mag Schweiß, das ist nicht so schlimm. Ich bin nicht so eklig. Ich verstehe die Leute nicht, die so, Schweiß. Ich meine, du schwitzt doch selber. Ja, du schwitzt doch selber. Also ich habe jetzt auch kein Problem, wenn jemand schwitzt. Aber wenn jemand 5 Tage schwitzt und dazwischen sich nicht einmal geduscht hat und noch kein Deo benutzen will, da könnte ich persönlich ausrasten. Bei mir ist das extrem am Rücken. Ich glaube, ich bin jetzt auch, schau meine Haare, wie die kleben. Ja. Pfeif mal. Pfeif mal. Also ich sollte greif mal. Ach so, ich sollte greifen. Ich hab verstanden, pfeif mal und ich mach so. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt ernsthaft war, ein Missverständnis oder... Wir gucken weiter. Darf ich auch mal greifen? Du kannst immer greifen. Ja. Wieso fragst du mich? Frag nicht, greif einfach. Mach du einfach. Ich find's schön, dass er fragt. Es ist eigentlich sehr, sehr schön. Ich find's auch super, dass Sanja da so eine Einstellung hat. Mach einfach, ne? Aber so ist halt nicht jede Frau. Und dann lieber fragen. Jetzt sagt sie auch, mach doch einfach. Dann wissen die schon, auf was für einem Level die miteinander umgehen können. Also Sanja ist sehr offensiv. Sie ist schon sehr, sehr sexuell unterwegs. Das gefällt dir doch, oder? Und sehr anzüglich mit ihren Worten, die sie wählt. Langsam rantasten, ne? Wow. Ja. Also Piano, bitte nimm die Hand aus meinem Schritt. Irgendwas hat sie. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas hat sie, was ich auf jeden Fall sehr anziehend finde. Ja. Gefällt sie dir denn? Jetzt muss Gustav natürlich erstmal checken. Wie ist es jetzt mit Carina und Zico? Ist da irgendwie eine minimale Chance oder nicht? Ich habe es ja eigentlich ganz gut ihm ausgeredet. Und er ist jetzt auch mit Sanja am Flirten. Die Lage check ich lieber nochmal ab, damit ich da sicher bin. Also jetzt mal ohne Witz. Hat Digga, sie dann Interesse geweckt? Digga. Mega? Die, also was? Ist schon eine hübsche Frau. Du bist on fire bei Zico, ne? Geil, blond. Ja, die haben mich heute gefragt, ob wir einen Love Suite wollen. Entschuldigung? Girl. Ganz ehrlich, ich denke, so, wir leben nur ein einziges Mal. Also mich brauchst du nicht fragen. Die spielt mit ihren Scheißreizen, Alter. Das ist halt, ne, genau, das ist eine Sexbombe. Was brauchst du, ne? Das ist eine scheiß Sexbombe, Alter. Ich bin nicht hier reingekommen, um hier rumzuballern, sondern... Aber du hast jetzt auch lange gewartet, bis vielleicht... Guck mal, du hast ja... Wenn wir jetzt mal die Story durchgehen, du kamst hier rein. Gehen wir mal die Story durch. Ob er vielleicht wieder von Carina anfängt? Carina war interessant, ist hier wieder auseinandergegangen, hat mir die Rose... Sag ich jetzt mal so, ich mache jetzt die Story durch. Sorry, aber ich denke mir einfach nur... Egal, was aus seinem Mund kommt, es macht mich aggressiv. Denise Jessica wäre sehr interessant für dich. Hast du nach 3 Tagen, 4 Tagen, 5 Tagen gemerkt, ist nichts für dich, warst du ehrlich? Ja, Digga, aber da merke ich schon so, dass es ganz anders ist. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum Gustav da jetzt ausholt mit dieser Carina-Geschichte, mit der JD-Geschichte, so why, Leute, why? Ja, dann obwohl sie mich eigentlich gar nicht von Anfang an so vom ersten Blick interessiert hat. Wenn du ein richtiges Gefühl dabei hast, dann gib doch Gas. Ich glaube, aber ganz ehrlich, Zico braucht den Rat von Gustav nicht. Der hat da schon alles ganz gut selbst unter Kontrolle. Ich will jetzt einfach herausfinden, was sie wirklich für ein Mensch ist und warum sie so ist. Okay. Und ob sie vielleicht in der Partnerschaft vielleicht auch anders sein kann. Wir reden gleich mal in Ruhe. Wir reden im Pool? Ja, wir reden im Pool. Die verstehen sich wirklich immer falsch. Aber die haben es beide an den Ohren, ne? Können ja auch... Die sind ja auch um die 30 beide, ne?
Dann ist das Alter. Gehen wir schwimmen, oder? Nein, wir reden nicht im Pool. Ich habe gesagt, wir reden gleich mal in Ruhe. In Ruhe? Ich habe im Pool verstanden. Nee, wir reden gleich mal in Ruhe. Ah, okay. Mann, ich will es jetzt wissen. Wir können ja auch jetzt in Ruhe reden. Genau. Lass mir die oberflächliche Kacke mal weg. Mhm. Oh, shit. Der meint's halt ernst, ne? So, ich hatte bisher immer Freundinnen in meinem Leben, die gar nichts gemacht haben. Mhm. Wie, die gar nichts gemacht haben? Arbeitslos oder was? Okay. Die komplett natürlich. Mhm. Ach so. Was willst du mir erzählen, Siku? Keiner deiner Freundinnen hat jemals was gemacht? Das weißt du? Nicht mal ein bisschen Botox, nicht mal ein bisschen Lipfiller, nicht mal ein bisschen hier und da? Wow. Nur natürliche Frauen gehabt. Habe ich mir gedacht, dass du so stehst. So. Und dann kommst du hier rein. Ja? Und trägst einfach ein bisschen mehr Make-up und die Haare ein bisschen. Also ich frage mich halt, was ändert's an der Person? Komplettes Gegenteil. Ja, ja, ein komplettes Gegenteil davon. Ja. Na, aber hast trotzdem, ich rede mit dir und ich finde da, das ist cool. Ja. Es float. Ja. Oh, das finde ich auch schön. Ich finde es auch schön, dass er ehrlich ist. Ich meine, klar, was das jetzt im Endeffekt bedeutet, ne? Sei mal dahingestellt. Aber er ist ehrlich und mit Ehrlichkeit kommst du am weitesten, denke ich. Ich finde es schön. Ich würde gerne herausfinden für mich, wie du wirklich bist, wenn du einen Mann wirklich liebst, magst, keine Ahnung was. Es ist halt eine Hardcore-Ansage, die er dir jetzt macht, ne? Ich will einfach wissen, was hinter dieser ganzen Fassade steckt. Ja, okay. Du willst halt hinter die Fassade blicken, ne? Oder wie? Ich verstehe nicht, auf was du hinaus willst. Okay. Ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, aber... Ich find's geil, dass die so sagt, so, hä? The fuck? Ich habe jetzt, glaube ich, einen sehr großen Kreis gemacht. Also du verstehst nicht, worauf ich gerade hinaus will. Ja, weil ich weiß nicht, was erwartest du dir von mir? Ich verstehe sie halt komplett, weil das impliziert ja, dass sie eine Fassade aufrecht hat und nicht sie selbst ist. Und sie denkt so, hä, aber ich bin doch die ganze Zeit ich selbst. Also, the fuck, was willst du? Ich erwarte gar nichts von dir. Sei so, wie du bist. Und ich glaube, das machst du auch, weil... Das ist alles gut. Auf jeden Fall, das ist mehr als gut. Okay, so. Darf ich dich jetzt umarmen? Er war zwar noch nicht fertig mit mir erklären, aber okay. Jetzt erstmal eine kleine Umarmung zwischendrin. Ich habe jetzt hier... Immer umarmen, wenn du möchtest. Ich habe jetzt das Bedürfnis, dich zu umarmen. Das darfst du immer gerne tun. Also süß sind die hundertprozentig zusammen. Ob die aneinander vorbeireden? Eventuell. Ob das vielleicht wirklich alles nur auf sexuellen Chemikalien zwischen den beiden basiert? Eventuell. Aber es ist auch irgendwie ein lustiges Pärchen, also zum Ansehen, oder? Die sind anders als die anderen. Ganz ehrlich, ich werde Sanja nicht direkt küssen, so, und ich werde ihr nicht das geben, was sie jetzt vielleicht auch will. Ich will einfach so dieses Körperliche. Ja, kann man es ihr verübeln? Frage ich euch. Hier ist nämlich jetzt Nacht und der... Was ist denn hier los? Hallo. Ey, dürfen wir dazukommen? Wie unangenehm sind die denn? Sind die jetzt einfach reingeplatzt wie Samira und Serkan da bumsen, Alter? Ja, da vorne schlafe ich. Ja, okay. Ja? Okay. Alles klar. Ach so, das ist sein Zimmer auch. Oh, der schläft mit den Beinen, da muss er echt jede Nacht da lauschen wie die... Komm. Ich geh mal mit dir. Ist es okay, wenn wir hier schlafen? Aha! Ich glaube, es läuft darauf hin, dass das Sanja da heute pennt beim Zigo. Aha. Nochmal einen kleinen Arschklapscher. Klapscher. Zikus gute Vorsätze sind dahin. Die knutschen! In der Nacht haben die Schlafmützen die Ankunft von Angie verpennt. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, bei denen ist Schalter um. Wir sind zusammen. Der geht da duschen, zeigt erstmal sein Poppeschen noch in die Kamera. Jetzt gibt's ein guten Morgenküsschen. Ich find's krass. Oder? Der hat doch gesagt, so einer ist er nicht. Wo ist denn jetzt dieses Neue? Hast du schon gesehen? Angie. Hübsch? Hübsch? Ich frag direkt zweimal, ob die hübsch ist, damit Carina es auch auf jeden Fall mitbekommt. Aber jetzt wird hier erstmal ein Spiel gespielt, und zwar Saufen. Ich glaube, Angie ist jetzt auch dabei. Die haben sich alle begrüßt. Was spielen sie? Bierpong. Haben die Männer da eine Chance? I doubt it. Geh los, die Männer fangen an. Er trifft eh nicht. Die Mädels rasieren, na klar. Ab und zu wird er mal getroffen bei den Jungs. Aber den finalen Wurf, den macht Jackie. Geht der rein? Die Mädels haben gewonnen. Es war doch klar, Mensch. Beim nächsten Mal Flunky Boy, da zieht ihr die aber auch komplett ab. Beer Pong. We are the winners. You are the winners.
einfach gegen Frauen verlieren, Alter. Schwach. Auf unsere Vulven dann, wa? Auf unsere Vulven. Das ist Woman Power! Yeah. Die sind so geil. Aber eine fehlt, Sanja. Die ist wahrscheinlich gerade noch beschäftigt. Zico, wähle eine Frau aus, mit der du auf der gleichen Welle reiten und Spuren im Sand hinterlassen möchtest. Sanja, auf geht's. Da gibt's einen Kuss vor allen, ey. Herrlich. Ja, endlich geht's zu Date. Oh. Zico könnte eigentlich die ganze Zeit Hormone rumlaufen. Spürt ihr auch diese Spannung, die sich gerade aufbaut? Ja. Ich weiß gar nicht, für was ihr überhaupt noch T-Shirts verwendet. Zwocko? Ja! Die machen was komplett Verrücktes. So ein Fahrrad auf dem Surfboard. Also wer sich diesen Bums ausgedacht hat, keine Ahnung. Ja, ja jetzt! Dann oh. Komplette Eskalation. Der 100 Kilo Zico fällt auf die 50 Kilo Sanja. Ob das gut geht? War schon krass. Ich habe mich aufgekratzt an den Beinen. Oh nö. Oh Scheiße. Oh, ja. Sag mal, hat der den Arsch auf? Die blutet da an der Stelle und der grabscht da rein? Schwinger nach Japan. Ja, Sanja hat so die eine oder andere Wunde mitgenommen von dem Date. Aber hat sich sehr tapfer geschlagen und ist auf jeden Fall keine Memme. Ach, schön. Also nein, seid eine Memme. Ne? Steht zu euren Gefühlen, wenn es weh tut, dann ist das doch kein Problem. Aber dass sie da jetzt erstmal die Zähne zusammenbeißt und so, das ist ja auch, kann man auch mal anerkennen. Der Unfall, der eigentlich schlimm ist, aber das war, glaube ich, irgendwie das Beste an dem Ganzen, weil das hat uns, glaube ich, wieder so ein bisschen näher gebracht. Knutschen ist immer eine ganz gute Alternative zu irgendwelchen anderen Dingen. Okay. Und das haben wir dann auch relativ zügig getan. Ach Mensch, da läuft's doch bei den beiden. Also nein, eigentlich finde ich, passt es wirklich gar nicht. Also wie die halt sind von der Art und wenn man die so zusammensieht. Aber süß sind sie schon. Die Stimmung am Anfang von Date war angespannt. Wir haben jetzt Lorik und Denise noch ein Date. Ich weiß auch nicht wieso, ehrlich gesagt. Das war so, ja okay, jetzt sitzen wir hier und worüber sprechen wir denn jetzt? Die haben sich doch schon alles erzählt. Gebumst haben die auch schon, also komplettes Fehldate. Wieso hat das nicht irgendwie, was weiß ich, eine Jackie bekommen? Die hat wohl bestimmt noch mal ganz viele Sachen zu erzählen, dem armen Mo. Jetzt. Cheers. Stößt die. Ja, es geht auf jeden Fall darum, jetzt mal einfach nur Augen füreinander zu haben. 2 gegen 2, jetzt augentechnisch. Ist der besoffen, aber geiler Spruch. Hast du ein Haustier? Nee. Gar keins? Hattest du schon mal ein Haustier? Nee. Willst du mein Haustier werden? Komplett irreal, ne? Oder surreal, aber wie sagt man das so schön? Was wäre ich denn für ein Haustier? Das ist eine sehr gute Frage. Mein Kätzchen. Prost. Ob ich da einen leichten Anflug an roter Fahne verspüre? Quatsch. Nee, bei denen ist es doch wirklich, es ist irgendwie Augenhöhe. Deswegen ist es okay. Ich bin mir nicht sicher, Süß, ich schwöre. Grüßli. Grüßli. Wir gucken mal wieder zu Zico und Sanja. Oh, Cocktail ist vorbereitet. Oh, das ist aber nice. Ja, ich war gestern Abend schon hier, hab alles eingeschenkt. Nee, lustig finde ich das wirklich nicht. Ja, ich kann mit Zico so, so viel lachen. Wir haben einfach denselben Humor, wir sind auf derselben Wellenlänge. Also wortwörtlich. Aber sie macht ja nie Witze. Sie lacht eigentlich nur über die schlechten Witze von Zico. Nein. Glaub mir, also, nein. Doch. Das sieht aus wie ein Sex on the Beach. Also ich finde, Humor ist mit das Wichtigste und sollte in meiner Partnerschaft auf jeden Fall gegeben sein, den hat sie. Also für mich absolut abstoßend. Ein Mann mit Humor an meiner Seite, da bin ich raus. Cheers. Cheers. Aber es läuft und läuft und läuft, ne? Ich glaube, übermorgen, da ringen die Hochzeitsglocken bei dem Tempo. Zige ist ein unglaublicher Kisser. Oh, das interessiert wahrscheinlich die eine oder andere Dame, die jetzt hier eingeschaltet hat. Er gab mir. Okay, sorry, sorry, sorry. Ja, also zwischen Sanja und mir matcht es auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen, ne? Mal gucken, was noch passiert. Mhm, schmeckt. Boah, mir ist richtig kalt, ne? Möchtest du mein T-Shirt hier haben? Das wäre doch, ja, das wär doch mal eine Variante. Ja, ne? Das ist ja wirklich süß. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ein Mann ein Gentleman ist. Er muss einfach so aufmerksam sein. Willst du rein? Ja, danke. Mhm. Ich auch. Aber ach, wie geil, der hat einen kleinen Fingernagel bemalt. Er trifft das zu 100%. Boah, das riecht so toll.
Es riecht schon nach Schweiß, weil ich liebe ja Schweiß, das weißt du. Genau mit dem hat er mich, glaube ich, dann auch so um den Finger gewickelt. Was mich auch noch brennend interessiert, ne? Ich bin ja ich liebe ja Köln. Ja. Yeah. Was wäre, wenn, ich meine, man weiß ja auch noch nicht, ne, was jetzt hier überhaupt bei uns noch so passiert oder was kommt. Ne? Aber bist du da so generell offen, dass man sagt, okay? Natürlich. Das Praktische ist ja, ich bin in Berlin. Ich bin ja nur 4 Stunden entfernt als mit dem Zug. Nur 4 Stunden? Ich glaube, das wollte er halt wirklich gar nicht hören, sondern dass er sofort in seine Traumstadt zieht. Ja, Berlin oder Köln, ne? Das ist super easy. Also ich kann in den Zug einsteigen, bin 4 Stunden schon bei ihm oder er bei mir. Ich finde 4 Stunden schon heftig. Das läuft ja dann auch wirklich immer nur aufs Wochenende hinaus, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Typ und kein Fan von Fernbeziehungen. Natürlich könnte man sich sowas eine Zeit lang, ich nenne es jetzt einfach mal antun. Ja? Aber es wäre für mich kein Dauerzustand. Berlin wäre jetzt erstmal nicht so meine Wahlheimat, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Aber als ob die nicht wegen dem nach Köln zieht, mal ganz im Ernst, wenn das doch wirklich ihr Loverboy ist, Traummann, ja? Dann kannst du auch in Köln mit dem eine schöne Zeit verbringen. Auch, ich bin halt einfach ein krasser Familienmensch. Ja, ne? Und ich bin total, in Köln. Ich bin auch so. Ja. Beide sind Familienmenschen. Wenn ihre Familie dann in Berlin wohnt, dann ist es doch schon scheiße, weil einer muss dann einstecken, zurückstecken. Sucht euch doch da eine Wohnung, halbe Strecke beide Sachen. Das wäre fair. Ja, natürlich. Ich bin bereit, wegzuziehen. Ich bin für die Liebe immer bereit, wegzuziehen. Ah, sie ist bereit. Sie ist bereit. Jetzt ist Maria. Alle ganz ruhig. Ja, entweder wird er wahrscheinlich irgendwann dann zu mir oder ich zu ihm. Ja, mal gucken, was die Zeit bringt. Aber wir gehen auf jeden Fall in eine sehr gute Richtung. Nein, der will nicht zu dir ziehen. Er hat ganz klar gesagt, er bleibt in Köln. Wo die Liebe hinfällt. Ja, wo die Liebe hinfällt, ne? Die reden halt auch schon über Liebe, ne? Geht ab bei denen. Geht gut ab. Ich habe wieder für mich gesehen, okay, mit ihr kann man wirklich lachen, Spaß haben, aber auch ernsthafte Gespräche führen. Und das sind wichtige Gegebenheiten für mich. Und ja. Ich finde es schön gerade mit dir. Das finde ich auch schön. Dann könnt ihr jetzt noch ein bisschen rummachen. Ich habe tatsächlich heute eine ganz andere Seite auch wieder von Siko gesehen. Also er tendiert schon wirklich so in Richtung Zukunft. Also er redet schon von wir und... Also ich weiß jetzt nicht, wie Siko das meint. Ne? Aber wenn ich das wäre, so wie Siko, und dann nach solchen Sachen fragen würde, dann meine ich eigentlich gar nicht unbedingt, dass ich ein Wir plane, sondern ob es überhaupt realistisch wäre, so weit zu denken, als ob man da auf einer Wellenlänge ist. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt schon ein großes Wir sehe, oder? Wie würdet ihr das empfinden? Jetzt ist es wirklich so dieses und verträumt und alles. Und ich will auf jeden Fall, dass da noch mehr ist und noch mehr kommt. Ich will die Kinder. Wollen wir in die Liebe schaukeln? Komm. Nicht die schon wieder. Ich kann sie nicht mehr sehen, ey. Sorry, aber dieses Hin und Her, das geht mir sowas von auf die Eierstöcke. Geht's dir gut? Mhm. Bist du glücklich? Mhm. Echt? Bist du glücklich? Warum bist du glücklich? Bist du glücklich mit mir, ne? Ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert, oder? Wir ziehen uns das mal rein. Nee. Ja, klar, immer. Boah, flieg dich, ehrlich, ey. Irgendwas ist da. Ich glaube, da ist auch ein bisschen mehr von beiden Seiten, aber irgendwie auch so ein bisschen Hemmung halt einfach, würde ich sagen. Der hat, glaube ich, echt zu viele Hollywood-Filme geguckt, ne? Ganz im Ernst. Also, aber auch nur die mit den toxischen Beziehungsmodellen. Die hat er sich wirklich zu Herzen genommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich ganz gut bei uns passt, weil wir echt viel krass Interessen zusammen haben. Welche Interessen haben die denn zusammen? Das würde mich ja mal jetzt brennend interessieren. Ich will nicht mehr abkühlen, ich kann nicht mehr. Ich liebe diesen Raum, ne? Die sind jetzt ganz kurz in so einen Raum, wo die, glaube ich, gar nicht rein dürfen, weil da keine Kameras sind. Da ist eine Klimaanlage. Die lecken rum, Carina wieder und Gustav zieht sie ran und zieht sie ran. Klar. Oh, warum wollen Sie denn das auch so verheimlichen? Ich check es überhaupt nicht. Was machst du denn jetzt morgen, wenn einer reinkommt und dir die Rose gibt? Erzähl mal. Echt jetzt, dein Ernst? Ja, was willst du machen? Darüber denke ich gerade gar nicht nach. Ja, aber Carina, er will es doch genau wissen. Hallo. Ich weiß nicht, was ich morgen machen soll, Mann. Guck
Könnt ihr nicht einfach die Zeit hier genießen, alle beide? Könnt ihr nicht einfach diesen Part hier so abrasieren, kurz wegschmeißen und später wieder dazu holen? Ihr stellt euch so hart selber am Bein, ihr checkt das gar nicht, gell? Ich liebe, was Samira da sagt. Ich liebe es wirklich. Aber ich glaube, Samira hat es halt noch nicht mitbekommen, was für ein Manipulator Gustav ist. Aber ja, ihr habt schon recht, Carina ist wahrscheinlich auch nicht ohne. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es ist ja irgendwie auch komisch, dass dir jemand sagt, wo du weißt, der mag dich sehr, sehr gerne, such dir die andere Person und du lässt dich voll auf dieses Gespräch ein und sagst doch, ja, ich finde die andere Person ganz cool. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen... Nee. In meinen Augen. Ich habe dich so durchschaut, ne? Also, liebst du mich? Die hätte nicht gefragt, ob er sie liebt. Sorry, aber... Eigentlich eine berechtigte Frage. Andererseits, what the fuck is going on? Also, ich weiß es nicht, ich finde das krass. Willst du mich gerade ficken? Nein. Heftig, ne? Liebst du mich? Das ist jetzt gut, da hat das wieder schlau gemacht, weil guck mal. Okay, also lieben ist sehr weit hergeholt. Genau. Genau. Der bestätigt jetzt einfach alles, was Carina sagt. Ich glaube, er ist natürlich viel weiter mit seinen Gefühlen. Das wird er ihr aber doch nicht sagen. Weil doch der ganze Reiz dann verflogen geht. Die soll schon denken, ich finde, die gilt so. Kalte Schulter und so. Ich habe eigentlich nicht so ein Interesse, soll die schon denken, ne? Weil sonst wird es nichts. Ich krieg die sonst ja nicht rum. Ja, dauert bei mir tatsächlich sehr, sehr. Bei mir auch, genau. Sind wir schon mal, habe ich dir von Anfang an gesagt? Ja. Okay. Aber verguckt, ja. Ich meine, wir hatten ja auch zwei super schöne Dates, wir haben uns geküsst. Also ich glaube, das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hatte mich oder mich nicht in ihn verguckt. Es kann doch nur noch schöner werden. Da kriege ich immer einen Schock meines Lebens, wenn ich das höre. Das ist für mich fast eine rote Flagge Aussage, ne? Ja, und die beiden, ach, die nerven mich auch ein bisschen. Die sind jetzt hier wieder, Mo will sie eigentlich küssen, Jacqueline blockt aber die ganze Zeit ab. Warum machst du das immer? Was mache ich? Warum bist du so manchmal? Wie denn? Genau so. Ja, was mache ich denn? Was mache ich denn, wie denn? Das ist auch ein bisschen Kindergartengerede, Alter. Dann sag's ihnen doch einfach. Komm, wir gehen noch ein bisschen spazieren. Ja, das nervt ein bisschen. Ich kann's aber auch langsam ein bisschen verstehen, dass ihnen das nervt, weil hinterm Kissen will sie rumlecken. Oh, das war ein schöner Spaziergang, auf jeden Fall. Ja, gut. Okay. Ich habe mein Bestes gegeben. Das wird's egal. Jetzt ist aber ein bisschen angepisst sogar, ne? Also, die Wut, die kocht. Es ist ja nicht so, dass ich ihn überhaupt nicht küssen will. Nur, dass ich mir halt manchmal fühle ich mich halt nicht wohl in dem Augenblick. Und das hat aber nichts mit ihm zu tun, sondern mit mir. Das ist doch auch völlig okay. Aber hast du es ihm schon gesagt? Ich glaube, er denkt, das hat wirklich viel mit ihm zu tun. Gut, dann sag mal jetzt gute Nacht. Ich gehe ins Bett. Dein Ernst? Hab nicht so schlechte Laune. Oh, hab ich. Oh, warum? Darum. Ja, ich habe keine Lust, immer zurückgewiesen zu werden. Ich möchte halt Sachen machen, die ich auch gerade, wo ich das Verlangen danach habe. Okay. Es gab schon 80 Möglichkeiten. Gestern lagen wir da richtig geil in diesem Ring und haben voll lange geredet. Und ich habe ihn immer so angeguckt. Da hätte ich es gemacht. Weißt du? Ja. Ich glaube, das versteht er aber nicht, weil du es ja immer abblockst. Also er wird nie auf die Idee kommen, dich dann da zu küssen, weil es ja eigentlich genau die Situation ist. Also ein öffentlicher Kuss, den du nicht willst. Aber jetzt wieder, komm, wollen wir mal da hin und für den Sprühstoff sorgen? No. Jetzt war er beleidigt zum Schluss. Beleidigt der lieber Bursch. Mach einfach oder nicht? Es ist halt nur bei mir auch eine besondere Situation, weil meine Kinder haben mich bis dato seit der Trennung von meinem Mann halt noch nie mit einem anderen Mann gesehen. Und das hier wäre halt das erste Mal. Für mich ist die Sache dann auch gegessen. Ja, da bin ich irgendwie so aufgewühlt innerlich. Ich verstehe es komplett. Aber meinst du, Bachelor in Paradise ist dann wirklich das richtige Format für dich? Gib mir auf den Sack langsam, Alter. Wer? Ja, die dich verheimlichen, Alter. Bro, entspann dich. Nee, Mann, ich entspann mich nicht mehr. Doch. Es gibt mir jetzt richtig auf den Sack. Der ist jetzt echt auf 180, ne? Bro, entspann dich. Nein, ich entspann mich nicht mehr. Das ist lange genug, Alter. Wir sind jetzt in Woche 7 oder 6, Alter. Ja, aber sie war, also du bist du schon so lange dabei? Läuft das jetzt schon 7 Wochen zwischen euch beiden? Das stimmt doch gar nicht, oder? Ich habe keinen Bock da mehr weiter zu investieren, wenn da nichts passiert, Alter. Aber es reicht irgendwann. Ich bin kein Typ, der da irgendwie monatelang hinterherläuft wegen irgendwas, Alter. Es ist doch nicht hinterherlaufen. Es ist einfach nur zu respektieren, dass sie mehr Zeit braucht als du. Gib ihr das beste Gefühl, was sie haben kann. Ohne Scheiß, gib ihr das beste Gefühl und sag ihr, sie ist körperlich unanziehend, weil sie Mutter ist. Und die macht so. Das ist wirklich heftig, ne? Trotzdem hat sie dich sehr, sehr lieb. Heute nicht mehr. Heute ist er noch sauer. Aber ich hoffe, bis morgen hat sich das wieder gelegt.
Es ist jetzt auch der nächste Morgen und Lorik hat ja die Nacht mit Denise verbracht. Ist die Denise bei euch im Zimmer? Die Denise ist nicht mehr da. Echt? Ist krank, ja. Aber Denise ist nicht mehr da, das klingt auch hart, ne? Als wäre die gestorben. Die hat ja richtig geglüht und auch geschwitzt über Nacht. Oh Mann, das tut mir voll leid für Denise. Was mache ich jetzt den ganzen Tag ohne Denise? Genau, was mache ich ohne Denise? Was? Vergiss mal kurz, arme Denise, ja? Ja, voll krass, die ist so krank, dass sie nicht mehr kommen darf. Ob das Schicksal ist, dass sie und Lorik nicht mehr mal in Tana zusammen sind. Schatz. Schau jetzt, liebes Toni. Ja, nee, aber was mache ich jetzt den ganzen Tag? Ja, auf jeden Fall, mit keinem Rummachen, ne? Das fällt jetzt weg. Ja, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, jemanden zu küssen? Der denkt halt wirklich noch daran, ob jetzt in den letzten Metern doch noch eine andere reinkommt, die geiler ist als Denise, Alter. Ja, dann küsst du dich selber auf den Arm oder so. Leute, es gibt einen Brief! Es ist soweit. Ihr seid vollzählig. Es werden keine neuen Frauen oder Männer mehr in das Paradies einziehen. Ah, da kommt keiner mehr dazu. Vertieft eure Verbindungen zu dem einen Menschen, der hier im Paradies eure Gefühle geweckt und mit dem ihr den nächsten Schritt gehen wollt. Das ist meine Ansage Nummer 1. Für die Singles unter euch neigt sich die Zeit im Paradies langsam dem Ende entgegen. That's it. Gänsehaut. Ich geh mal nach oben, Leute, ja? Okay. Das ist die Stunde für dich. Moment für sich, das ist alles viel zu viel. Wo ich das gelesen habe, für mich war klar, alles ist okay. Aber dann hat eben der Zico dann gesagt, ja, der muss jetzt nachdenken gehen. Und ich war dann so, okay, was ist jetzt? Irgendwie verständlich, oder? Eben war alles noch Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt ist Zico so, Moment, ich brauch mal kurz meine Stunde für mich. Mit Romina. Krasser Scheiß, ey. Ja, was denkst du? Boah, ich find's hier echt immer schwer, so die richtige Entscheidung dann zu treffen, ne, in solchen Momenten. Aber Zico, Piano, du musst ja jetzt nicht sofort entscheiden. Das ist für heute Abend die Entscheidung. Weil es ja dann schon, wie gesagt, dieser Schritt weiter ist, ne? Und die Frage ist halt, okay, wo ist man gerade so? Und für euch ging es halt jetzt schneller, ne? Ja. Als es. Ja. Ging sehr schnell. Ging wirklich sehr, sehr schnell. Aber du hast es ja auch zugelassen und auch ein bisschen angefeuert, das Ganze. Ja, wirklich interessant hätte ich ja dich gefunden. Ne? Ja, aber hast du mir nicht gezeigt. Oh, nee, ne? Das hat er jetzt nicht gesagt. Es ist schön, sowas zu hören, aber es bringt ja nichts, weil ich muss ja auch, also es müssen Taten folgen, nicht nur Worte. Period. Vielleicht gehen wir bei einer Nacht einen Wein trinken. Immer. Der ist ein Schlawiner. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es mit Romina ist. Guckt sich oft an, man weiß auf jeden Fall, dass es irgendwie so zwischenmenschlich dann doch irgendwie bei uns passen könnte. Ja. Wie gesagt, geht mal einen Wein trinken nach der Show und berichtet uns dann auf Instagram darüber. Er hat aber auch gesagt, das ist halt auch was anderes. Es geht ja nicht immer nur aufs Aussehen, sondern wir passen so halt sehr gut zusammen. Also wir ergänzen uns halt voll und es harmoniert und die Chemie passt und so. Eigentlich, also ich sehe das ja nicht so unbedingt, aber das hat Zico ihr gesagt. Und das, ich habe auch gesagt, ich habe ihn gesehen, ich habe mich gleich voll wohlgefühlt und so. Es ist halt so auch ganz anders. Nee. Ich glaube, das sind die 2 Meter, die der auf die Beine bringt. Da fühlt man sich einfach wohl. Eine Haselein. Haselein. Ich glaube, die holt jetzt wirklich alles raus, was sie für einen Mann machen würde, weil er wollte das. Ich bin gespannt auf heute Abend, ey. Müssen wir noch mal. Ich habe gesagt, ich folge meinem Mann hin, wohin er mich bringt. Mein Mann. Ich glaube, das hat auch nur was damit zu tun, dass Zico da so große Töne gespuckt hat. Von wegen, ne? Wie bist du wirklich, wenn du einen Mann liebst? Und jetzt gib die aber Vollgas. So wie eine gute Frau das machen soll. Jetzt kommt meine absolute Lieblingsstelle in der ganzen Folge tatsächlich. Ich kann nicht mehr, wie lustig kann eine Situation sein, aber fand das wird noch viel besser. Maurice sitzt da die ganze Zeit denen gerade recht gegenüber und guckt sich das alles an. Er kennt. Meine Haselein. Das ist schon krass, oder? Ja. Gibt noch mehr Küsschen. Here we go. Here we go. Nein! Ich
ich möchte das jetzt mit Sander nicht überbewerten. Weiß jetzt auch nicht, ob wirklich mehr werden kann. Aber das werden sie in den nächsten Stunden auf jeden Fall zeigen. Aber die tun schon krass als Pärchen, ne? Die küssen sich die ganze Zeit und so. Wenn er dir jetzt fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, wäre schon krass. Also ich glaube, damit rechnet die im Leben nicht. Ich habe da irgendwie so voll das komische Gefühl gerade. Oh nein. Hat sie halt echt ein schlechtes Gefühl, oder was? Nee, ich habe jetzt gerade, ich wollte einfach generell darüber nachdenken. Und also meine Meinung dazu ist, dass das hier der falsche Ort dafür wäre. Ich finde es geil, dass er beginnt mit, nee, ist der falsche Ort. Ich finde, gerade hier kann man sich viel intensiver kennenlernen als draußen. Weißt du, gerade in so einer Anfangszeit. Das ist hier einfach viel anders, weil du einfach hier intensiv Zeit miteinander verbringst die ganze Zeit. Hat sie absolut recht. Ich meine, auch wenn sie in Berlin ist und er in Köln, wie soll das gehen? Wie soll man sich da richtig vernünftig kennenlernen? Jeder hat ja auch irgendwie noch ein eigenes Leben und vielleicht Pläne am Wochenende. Es ist schon schwer. Und draußen ist das nicht so. Ich kann auch am Wochenende nach Berlin kommen. Laschlecken. Ich verstehe nicht, warum das Männer immer wieder machen. Mir ist das schon sehr oft aufgefallen. Die labern einfach, ohne nachzudenken. Voll unnötig. Das ist wirklich voll unnötig. Ich glaube, das ist für den Moment. Aber dass sie einfach sehr schlecht dastehen lässt, so langfristig bei der Frau, da denken die doch gar nicht drüber nach. Es ist keine Entscheidung gegen dich? Ja, ich weiß. Es ist eine Entscheidung gegen das Paradies. Gegen das Paradies, genau. Es ist eine Entscheidung. Also ich hoffe, dass du es auch so aufnimmst und verstehst und da nicht enttäuscht bist, so jetzt von mir oder keine Ahnung was. Aber wisst ihr was ist? Man denkt, es ist so ein dummes Gelaber, ne? Seht ihr später, ob das dummes Gelaber ist oder nicht? Nur ich, wie gesagt, ich fühle mich damit nicht wohl. Mhm. So. Ja, dann ist auch kacke. Man soll sich schon damit wohlfühlen. Also ich verstehe ihn komplett. Ich hätte mich da auch nicht mit diesem ganzen wilden Geknutschen wohlgefühlt. So, das wäre mir viel zu schnell. Aber das scheint ihm ja zu gefallen. So, und jetzt ist es ja fast nach der Rosen und die Pärchen müssen sich ja auch besprechen, ne? Was machen wir? Bleiben wir zusammen? Gehen wir raus? Gucken uns jetzt hier die erste Katastrophe an Carina und Gustav. Okay, wie sicher bist du denn, dass du mich noch weiter kennenlernen willst? Das hatten wir doch schon, ne? Natürlich erdet alles schon, worüber ihr redet. Jedes Mal rollt es wieder auf. Je nachdem, was er gerade braucht, um dich zu manipulieren. Ja, sag es mir doch noch mal, wenn ich frage. Ich frage dann wieder Spaß. Ja, ohne Witz, Carina. Bist du dumm? Bist du dumm? Hau alles raus jetzt. Wir müssen das jetzt klären. Wir haben nicht viel Zeit. Carina soll schön hier wieder den Ton angeben, nicht Gustav, weil sie hat ja die Entscheidung zu tragen. In welche Richtung dränge ich die am besten? Na klar. Ich habe keine Ahnung. Du musst wissen, willst du hier drin bleiben, um drin zu bleiben, um den Sand zu genießen, das Wasser zu genießen, oder willst du hier drin sein, um mich in diesen Tagen noch kennenzulernen? Hat sie auch schon gesagt, sie hat keinen Bock mehr auf dich. Deswegen hast du auch letztes Mal keine Rose bekommen. Ihr habt Schluss gemacht. Und naja, mir geht's ja ums Kennenlernen. Okay, das ist ja die Hauptfrage, die ich dir stelle. Wenn du sagst, okay, ich will dich weiter kennenlernen, gut, okay. Wenn du sagst, das hat keinen Sinn, dich kennenzulernen, dann okay, dann gibt's keine Rose. Was soll ich dann machen? Wofür? Guck mal, du musst das wissen, ich brauche jetzt keine Sendezeit mehr, verstehst du? Warum musst du das nicht wissen? Ich sag dir ganz ehrlich, ich muss hier nicht drin bleiben, um Sendezeit zu haben, das juckt mich hier alles nicht. Ich brauche jetzt keine Sendezeit mehr, hab genug. Hat's echt genug. Du interessierst mich, aber das sage ich 1000 Mal am Tag. Ja. Es tut mir leid, aber was er 1000 Mal am Tag sagt, ist, ich will Carina nicht, oder? Ich will jetzt auch nicht hier 24 Stunden mit dir rumkleben. Das machst du doch schon die ganze Zeit, Mann. Das kann doch kein Mensch mehr ernst nehmen. Also als ob das irgendwer hier noch ernst nimmt. Was denn jetzt genau? Gustav fand es doch die ganze Zeit so toll. Nur Carina war das Problem, oder? Digga, der hat gar keine Meinung, der Typ allein. Ich gehe, dann geht er doch nicht, dann will er doch keine Rosen mehr verteilen, dann will er jetzt doch Rosen verteilen, jetzt will er doch ins Finale. Was ist denn das, was sie machen? Ah, jetzt ist es doch Gustav. Mhm. War vielleicht auch die ganze Zeit schon Gustav schuld. Sag an, da eins und eins zusammenzählt, natürlich nicht. Also mit ihr, interessiert dich das? Mich interessiert das nicht, aber er labert bei uns immer die ganze Zeit so. Deswegen sag ich es einfach nur. Sie interessiert mich ja gar nichts. Erstmal direkt klarstellen, es geht mir nicht um die andere Frau. Dumm ist der nämlich auch nicht. Ich bin gar nicht mehr von Carina genervt, sondern eher von Gustav, seiner Meinungs-, also seinem Hin und Her mit seinen Meinungen. Ne? So, einmal will er gehen, dann will er das Paradies irgendwie doch nicht verlassen, dann will er die Rose doch nicht verteilen, weil es keinen Sinn mehr hat. Also es ist ja jeden Tag was anderes, er ist wie so eine Überraschungsei. Ich denke mir halt einfach so, entweder hast du eine Meinung oder hast du keine Meinung oder ziehst halt mal dein Ding durch, was du auch sagst. Es ist halt hart, das von Serkan zu hören. Ne? Klar, in den letzten zwei Folgen war der unauffällig, weil er ist jetzt mit Samira quasi zusammen. Aber er hat natürlich recht. Aber das Ding ist halt einfach, am Anfang hat er alles auf Carina geschoben. Jetzt merkt er, ah, es ist doch Gustav. Da wird sich aber nicht entschuldigt oder so. Nein, nein.
Es wird immer noch gesagt. Ich habe es von Anfang an gesagt, Leute. Ich hatte den Durchblick. Hatte er aber nicht. Er hat es einfach falsch gesehen. Komplett falsch. Schaffen wir es, auf die Kameras zu scheißen? Weißt du, die Kameras sind gar nicht mal so das Problem. Deswegen sind die da auch in diese Kammer und haben rumgeknutscht, weil er denkt, das ist Carinas Problem. Also ja, auch. Aber es ist ja immer so eine Mischung aus allen. Ich bin so oder so ein Mensch, der sehr empfindlich ist, der vieles auch sehr persönlich nimmt. Und ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich lasse mich da nicht beeinflussen. Können wir kurz noch mal genau darüber reden? Ich denke, sie meint jetzt, dass alle zu sagen, ihr passt nicht zusammen, ihr passt nicht zusammen. Warum ist das? Habe ich, glaube ich, am Anfang schon erzählt. Weil Gustav zu jedem gegangen ist und Carina schlecht geredet hat. Ja, es war Gustavs Schuld. Tatsächlich. Super. Hat er sich also selbst im Endeffekt mit Carina verbaut? Soll ich ehrlich sein? Ja. Nimmst du mir auch nichts böse? Hm, kommt drauf an. Siehst du, dann sag es nicht. Doch, sag. Nimmst du wirklich nichts böse? Sag. Manchmal denke ich so, okay, du hast mich echt gern. Manchmal denke ich so, irgendwie nicht. Ah, ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Krasseres. Nach dem Entrance. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wieso denkst du das? Weiß ich nicht. Nee, es kommt ja auch nicht von irgendwoher. Nö, aber der muss doch nicht sagen. Nur du musst immer alles sagen, Carina. Du weißt, ich mag dich, ne? Ja, das weiß ich. Aber ich habe keinen Bock, jetzt voll auf die Fresse hier noch drin zu fallen, ne? Mhm. Ehrlich nicht. Nee, hätte ich auch nicht. Dann lasst es einfach. Lasst es einfach. Ich meine, ihr habt es doch schon 5-mal besprochen, dass ihr es lasst. Also? Ja. Ja. Ich glaube, Gustav denkt halt echt, die Zuschauer denken so, boah, ist voll die romantische Story mit den beiden, ne? Dieses Hin und Her, Hin und Her. Und am Ende kriegt er sie doch. Das denken vielleicht auch manche Leute, die RTL gucken. Ich und Gustav hätten uns gewünscht, dass wir uns hier drin wie andere Paare einfach so die Zeit miteinander hätten genießen können. Stattdessen wurde uns ja immer wieder so ein Stein in den Weg gelegt. Ich glaube, wir beide sollten jetzt an diesem Punkt stehen, wo wir sagen, wir sollten uns nicht mehr von irgendjemandem irgendwas einreden lassen, sondern jetzt unser Ding durchziehen. Vielleicht brauchten wir das jetzt einfach nochmal, diesen Crash, um dann wieder näher zusammenzukommen. Aha, seht ihr? Toxisch. Ach, jetzt muss er ja den Boys aber auch noch verklickern. Er nimmt jetzt Carina. Und was ist jetzt der schnellste Stand? Ey, wir haben jetzt gerade gesprochen und haben gesagt, ja komm, wir scheißen auf die Kameras und versuchen es. Ey, versuch's jetzt. Ja. Lass ab, wir versuchen. Ich glaube, er tut halt wirklich dann auch so vor den anderen. Carina ist so wegen den Kameras. Das stimmt nicht. Hat sie ihm extra nochmal gesagt. Jetzt sagt er ihnen aber trotzdem, wir scheißen auf die Kameras und versuchen es. Okay. Vielleicht klappt's, vielleicht nicht. Ja, gut. Ja, was soll ich denn machen? Was würdest du jetzt an meiner Stelle machen? Sag's mal ehrlich. Gehen. Einfach gehen, so wie du es angekündigt hast. Einfach mal die Klappe und nicht sagen jede Woche, dass du gehst und nicht verteilst. Ich hab doch gar nichts gesagt, aber ich hab doch jetzt gar nichts. Du hast jeden Tag gesagt. Nein, ich hab doch jetzt... Du hast heute auch noch gesagt, du verteilst keine Rosen. Okay, und jetzt nach 5 Stunden hat es doch wieder geändert. Weil wir ein klärendes Gespräch hatten. Okay, dieses klärende Gespräch hast du 8-mal am Tag geführt. Oder du hast dich mit Samira, ich schwöre, vor 8 Tagen hast du dich 9 Stunden gestritten. Und das hat jetzt was genau damit zu tun? Genau, nix. Ja, natürlich. Ja, also, aber labern, ich keine Scheiße. Ich wusste immer, wo ich hin wollte. Ja, und dann hast du abends geballert und dann war wieder gut. Der weiß, er macht da was falsch. Und der weiß, die Jungs haben kein Vertrauen mehr in ihn, weil er alle verarscht hat die ganzen Wochen. Jetzt checkt so ein Serkan so langsam. Und was macht Gustav? Natürlich komplett auf Angriff. Ich mach den noch mehr fertig, damit er schön seine Schnauze hält. Da war ja auch ein Hoch und Runter, links und rechts. Und der ist auf Dates gegangen, obwohl er immer weiß, wo er hin will. Also, wenn ich weiß, wo ich hin will, gehe ich nicht auf Dates. Also, mal unter uns. Die anderen soll er sich mal schön selbst im Spiegel angucken, bevor er mir irgendwas sagt. Der ist viel schlimmer. Wir sehen nachher draußen, ja, welche Beziehung. Ist egal, mach, was du meinst. Ehrlich. Mir ist echt egal. Du bist wie Überraschungsei. Bei dir weiß man nie, was passiert. Nee, Pralinenschachtel bist du. Ja. Du weißt nicht, was man isst. Ja. Hier. Nicht mit mir anlegen. Gustav, keinen guten Tag heute. Ja. Alter. Ich glaube, der hat schon einen guten Tag, weil Carina und er versuchen es doch jetzt. Der Tag ist nur gerade eben schlecht geworden, weil er gemerkt hat, ach, die Jungs, die kann ich nicht mehr manipulieren. Scheiße, die sind doch zu schlau. Boah, fickt alle meinen Kopf, Alter. Ich schwöre Gott. Aber ich finde es auch geil, dass Serkan sich da so einschüchtern lässt von dem. Ne? Der hat, glaube ich, ein bisschen Angst von Gustav. Aber ich glaube, einfach, weil er so ein Psycho ist. Und dieses Abtupfen immer. Man denkt so, lass es doch bitte. Es ist too much. Aber er hat sie doch mal gefragt. Und glänzt sich noch? Also, er hat ihr diesen Hin gegeben, das immer zu tun. Sie will doch einfach nur die perfekte Frau sein. Diese blöde Nachricht heute. Den einen oder anderen, glaube ich, so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. So, ne? Ich bin Überraschung wird, was der da hinten macht. Da solltet ihr euch mal drauf konzentrieren. Mhm, da solltet ihr euch mal drauf konzentrieren.
bei den anderen. Das ist viel schlimmer. Guck nicht auf mich. Das wird die dickste Überraschung hier heute. Hat er doch schon gesagt, oder? Nee, er sagt gar nichts. Das ist es ja. Du hast gesagt, er geht. Ja, hab ich auch gehört. Ich habe auch noch was anderes gerade gehört. Ja? Mhm. Oh, die rote Fahne, dass die ganze Zeit da war, hab ich doch gar nicht mitbekommen. Der ist wie so ein richtig böses Schulmädchen. Ich war auf dem Gymnasium. So, was soll das jetzt? Warum redet der Zico so schlecht? Damit alle einen Groll auf den entwickeln und Gustav wieder besser dasteht. Aber nur, weil andere vielleicht genauso schlimme Sachen machen wie du? Es ist absolut nicht vergleichbar. Macht es deine Sache nicht besser? Die beiden, ne? Sanja und ich sind gerade in der Kennenlernphase. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es was werden könnte zwischen uns beide. Ich habe gerade noch mal viel nachgedacht und so. Ne? Mm. Aber die Karte war halt einfach so knallhart. Ich weiß, ja. Ja, und das. Ja. Wir sind am Anfang, wir lernen uns gerade kennen. Ja, das sowieso. Na, und gerade deswegen sollte man sich ja dann nochmal kennenlernen. Ja. Deswegen war das ja für mich so. Und das war halt. Was ich halt nicht verstanden habe, dass du dann sagst, so jetzt ist Cut. Ja. Vor allem, weil ihr jetzt heute Nacht noch wild gefummelt habt. Das heißt, als würde von dir aus. Also deswegen war ich dann so, hä? Geschockt heute. Da habe ich nicht so ganz verstanden. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht zuerst mit dir darüber gesprochen habe. Scheiße, ich glaube, der will sich jetzt echt da rausreden. Also hat Gustav doch recht? Ja, du hast gesagt, du musst nachdenken. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier weitergeht, so, aber diese beschissene Nachricht heute, weißt du, wäre die vielleicht auch ein bisschen anders formuliert gewesen. Ich glaube, es war vielleicht im Endeffekt doch nur an die gerichtet, die noch nicht irgendwie verkappelt sind. Und dann steht eine Entscheidung an. So, und du musst jetzt gucken, dass du da die richtige Entscheidung triffst. Ja, und glaub, es war halt, wie gesagt, ich habe es halt vielleicht überinterpretiert. So, ne? Ja. Ist Zico jetzt echt unsicher mit heute Abend? Ich folge meinem Mann. Dein Mann. Meinem Mann. Ja. Ich verstehe. Ja. Ist immer so ein bisschen wie so ein schlechter Porno, ne? Ein Beginn eines schlechten Pornos. Und jetzt gibt's noch einen kleinen Abschiedsbrief von Denise, höchstpersönlich für ihren Lorik. Ich weiß, dass wir uns im Paradies schon einige Höhen und Tiefen durchgemacht haben, aber ich hoffe, dass die schönen Momente für dich genauso von Bedeutung sind wie für mich. Auch wenn ich heute Abend vielleicht nicht persönlich dabei sein kann, komm mir ja nicht auf die Idee, deine Rose an eine andere Frau zu geben. Deine Denise. Aber ich denke echt, das ist Schicksal, dass die da rausgeholt wurde, ne? Oh. Süß, ne? Also, normal stehe ich gar nicht auf Romantik, aber das hat mir schon gefallen, was da drin stand. Wir gucken jetzt auch direkt in die Nacht der Rosen, ne? Jetzt geht's hier los. Machen auch direkt weiter mit Lorik. Und ja, einfach Denise diese Rose persönlich zu geben. Süß, also er geht. Die Bros werden ja getrennt. Herz, hör mal, sag mal, wie geht's dir? So, wie als hätte man mir meinen linken Arm rausgerissen und mein rechtes Bein noch dazu. Übertreib doch einfach noch mehr deine Lage, Alter. Jetzt hier der Nächste. Wie nimmst du? Judith. Das war doch klar. Samira und Serkan, da ist es doch auch klar, oder? Die Zeit hat mir gezeigt, dass es dann leider eine Einbahnstraße am Ende war. Oh, Alex, hat's nicht gefunkt mit Angie. Ich kann an der Stelle einfach nur sagen, vielen Dank, dass ihr mich so herzlich aufgenommen habt. Ach, Alex, hast noch mal ein paar nette Worte für uns, so zum Abschluss. Den passenden Deckel für den Topf habe ich bisher nicht finden können. Es ist aber auch okay, weil da draußen gibt es noch lauter Deckel, die man ausprobieren kann. Sag ich auch immer. Deckel ausprobieren, da sollte man nie genug von kriegen. Geil. Was ist denn mit Mo und Jacqueline? Jacqueline. Geil, erstmal weg, Judith. Jetzt an. Und er darf ihr endlich mal ein Küsschen geben. Ich war sehr überrascht, als Jacqueline nach vorne gekommen ist und mich geküsst hat, weil ja genau das auch noch so ein kleines Problem bei uns war. Hat mich natürlich extrem gefreut. Ach, schön. Das ist schön. Jetzt Gustav und Carina. Ich glaube, wir haben euch oft die Ohren hier vollgeheult und dafür sage ich danke, dass ihr immer zugehört habt. Mhm. Du hast allen die Ohren vollgeheult. Also, versteht kein Mensch. Bin ja immer noch der Meinung, dass das komplett Banane ist, was die zwei haben und dass es keine Zukunft hat, aber jeder soll machen, was er meint. Jetzt, in Folge 7, soll jeder machen, was er meint. Ich hoffe und denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind und deshalb frage ich dich. Ich sag mal so, ihr seid auf dem absolut falschesten Weg, der überhaupt geht. Ja, pass gut drauf auf, Carina, ne? Du kleines, dummes Mädchen. Ich glaube, dass
wir jetzt beide mal irgendwie wirklich nur noch auf uns gucken sollten. Und ich glaube, diese Rose hat einfach die Bedeutung, dass wir jetzt die Zeit nutzen sollten. Und ja, dann gucken wir, was kommt. Ich check's nicht. Ich check's gar nicht mehr. Jetzt so langsam denke ich, hä? Will die jetzt auch nur noch Sendezeit? Warum? Die haben doch... Ich check es nicht. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir diese Entscheidung heute überhaupt nicht leicht fällt. Zu schnell, zu schön. Zu schnell, zu viel. Zu schnell, zu schön. Sei doch einfach ehrlich. Es ist letztendlich eine solidarische Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ja, wir haben heute einen Brief bekommen, wo drin stand, dass es um eine Herzensangelegenheit geht und darum, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, wir sind beide darüber einig, dass wir an diesem Punkt noch nicht sind. Nichtsdestotrotz würde ich bitten, Sanja vielleicht einmal kurz nach vorne zu kommen. Ach du heiliger Bim-Bom, die bleiben? Ich kann dir diese Rose leider nicht geben. Oh shit. Aber würde mich freuen, wenn du mit mir das Paradies verlässt. Das mache ich sehr gern. Ach, guck mal, die verlassen jetzt gemeinsam das Paradies. Das ist doch mal ein Statement. Wir sind jetzt gerade in der Kennenlernphase und wir werden uns hoffentlich weiterhin kennenlernen. Ja. Yeah. Und alles andere schauen wir dann mal. Schauen wir mal. Ich finde, die guckt ein bisschen traurig. Ich glaube, die denkt so, gleich wenn die Kameras aus sind, gehen wir hier alle getrennte Wege. Ich wollte noch mal kurz was sagen. Danke für die tolle Zeit, für die Ups und Downs. Ach nein, Romina geht ja auch. Ich wünsche euch wirklich allen von Herzen nur das Beste. Und ich bin so froh, es einfach mit euch hier gewesen zu sein. Und ich habe euch so in mein Herz geschlossen. Das ist doch eine Zuckerschnute. Dir wünsche ich auch nur das Allerbeste. Nochmal eine richtige Gruppenumarmung. Und ja, das war's heute mit dieser Folge. Digga! Ich fand's krass. Was ist denn eure Meinung zu dieser Folge? Wir gucken natürlich jetzt nochmal rein. Was passiert nächste Woche? Emotionale Überraschung wartet auf euch. Ich bin sehr aufgeregt, meine Schwester gleich wieder zu sehen. Ja, sitzt mal hier und lernt sich so kennen. Meine Tristan! Wie denkst du eigentlich, wer du bist, Mann? Ey, mit einem Satz hast du alles gut gemacht, Mann. Was passiert, Alter? Ich hab so Schiss. Oh, es wird emotional. Ja, ihr Süßen. Schreibt mir eure Meinung sehr gern in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein! Mm-hmm.